Diese Woche entdecken wir zusammen mit der BLS eine Auswahl der besten Ausflüge in der Region. Für das Hochmoor von UNESCO-Biosphäre Entlebuch nehmen wir den Zug und das Postauto bis Sörenberg. Und fassen dann bei der Talstation von Gondelbahn Roswijd gerade mal unsere Forscherbox. Ausgerüstet mit allem, was man braucht, vom Forscherhandbuch bis zum Kompass, geht es direkt auf die Expedition durch das wunderschöne Hochmoor. Das Moor ist sehr ein spezieller Lebensraum, weil es saures Wasser ist, das das Moor sehr stark bestimmt. Und das tut halt sofort die Pflanzen- und Tierwelt auch herausfordern, dass die überhaupt überleben können. Und es sind eigentlich die typischen Moortiere, die Kinder begleiten auf dem Moorweg, die auch erklären, was sie jetzt hier für Pflanzen haben, wie sie sich ernähren, wie sie sich verhalten und was es auch braucht für so eine Landschaftspflege, dass wir die schöne Landschaft, die wir uns hier befinden, auch erleben dürfen. Über 5 Kilometer führt der grosse Moorrundweg durch die wunderschöne Biosphäre. Und lässt die ganze Familie an 17 Forschungsstationen die einzigartigen Eigenschaften von diesem Moor von nationaler Bedeutung entdecken. Vom Messen vom Säuregehalt vom Moorboden bis zum Umfang der verschiedenen Bäume. Und einfach genau aufs Moor angepasst. Und das Spannende ist, man kann ja jeden Baum kann man messen mit einem Massband. Und dann kann man durch Rechnen erfahren, wie alt er ist. Das Ganze einbettet in eine wunderschöne Alpenlandschaft, die auch gerne wieder einlädt zum Verweilen und Picknicken. Die UNESCO-Biosphäre ist auch wegen dem ausgezeichnet worden, dass man hier eine Moorlandschaft hat, die sehr intakt ist. Auch die Schrattenfluh im Hintergrund, die eine sehr spezielle Karstlandschaft ist. Und das Schöne ist, dass man genau in dieser Landschaft drin kann, auf diesem Moorrundweg, das sehr gut erleben und auch bei spannenden Experimenten wirklich merkt, wie die Landschaft auch funktioniert. Und das teilweise knöcheltief und hautnah. Bevor es zum Abschluss noch zum Spielpark Moraculum beim Erlebnisrestaurant Roswijd geht. Hier ist für sehr viel Spektakel geboten, wo man wirklich auch einen schönen Platz hat, wo man noch den Tag oder das Erlebnis ausklingen kann. Und genau das machen wir jetzt auch noch. Und zwar mit dieser wohlverdienten Gucke.